Sturmtief Ignaz wütet derzeit immer noch über Osthessen. Viele Straßen sind mit nassem Laub und Ästen übersät. Besonders das nasse Laub ist wie Schmierseife, rutschig und unberechenbar. Viele abgebrochene Äste säumen die Straßen. Zwischen der B275 und Stockhausen wurde eine Baumkrone vom Sturmtief Ignaz auf die Kreisstraße 86 gefegt. Für Autofahrer sehr gefährlich, da die Baumkrone quer über die Fahrbahnmitte lag. In Angersbach lagen die frisch geleerten Mülltonnen auf der Bundesstraße. In Lauterbach meldete ein Leser Schäden am Dach. Auch die Feuerwehr Lauterbach-Löschzugmitte musste ausrücken. Der Deutsche Wetterdienst DWD hat Warnungen für Donnerstag in den Landkreisen Vogelsbergkreis, Landkreis Fulda und Landkreis Hersfeld-Rotenburg herausgegeben. Besonders solle man auf herabstürzende Dachziegel, Gegenstände und Äste achten. Bisher gab es glücklicherweise nur Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt, meldet das Polizeipräsidium Osthessen.